Die Flaggschiffreihe 2019 geht in die nächste Runde. Ich werde euch wie immer das letzte Video dazu, also das P30 Pro ist gegen das Samsung Galaxy S10 Plus angetreten, unten in der Videobeschreibung verlinken. Das P30 Pro ging als Gewinner hervor und muss sich jetzt dem Xiaomi Mi 9 stellen. Das ist schon ein bisschen älter, also es kam sogar schon vor den beiden Smartphones auf den Markt. Allerdings ist das Gerät jetzt nicht wirklich offiziell in Deutschland verfügbar. Aus diesem Grund habe ich mir ein kleines bisschen länger Zeit gelassen. Aber ja, man kann es auch mittlerweile ganz bequem auf Amazon kaufen. Aus diesem Grund habe ich mir gedacht, okay, ein Vergleich vom P30 Pro und Mi 9 könnte noch interessant werden. Und auch wenn das der Vergleich letzte Woche für mich einer der spannendsten im Frühjahr war, denn Huawei möchte Samsung einholen, so finde ich diesen Vergleich definitiv genauso spannend. Denn während Huawei zwar immer wieder damit tönt, dass man Samsung einholen möchte und vom Thron stoßen möchte, so darf man nicht vergessen, dass es zwei Unternehmen gibt, die letztes Jahr extrem stark gewachsen sind. Das ist einmal Huawei, allerdings auch Xiaomi. Und Xiaomi ist, wenn man sich die Zahlen anschaut auf dem globalen Markt, stärker als Huawei gewachsen. Ich glaube daher, dass Xiaomi einer der härtesten Konkurrenten durchaus auch für Huawei ist, auch wenn man das öffentlich nicht unbedingt direkt zugeben möchte. Und Xiaomi macht weiter wie bisher, macht Druck, bietet gute Geräte, günstige Geräte. Und aus diesem Grund habe ich mir gedacht, ich schaue mir das P30 Pro an und lasse es gegen das Mi 9 antreten. In der ersten Kategorie beschäftigen wir uns wie immer mit dem Design, der Verarbeitung und der Haptik. Beide Modelle sind in etwa gleich groß, beide Modelle sind sehr, sehr gut verarbeitet, haben gute Druckpunkte, da knarzt und wackelt nichts. Aus diesem Grund möchte ich hier natürlich beiden einen Punkt geben. Beim Design, darüber kann man streiten, die einen werden das eine Design ein bisschen schöner, die einen das andere Design ein bisschen schöner finden. Ich muss allerdings sagen, dass ich diese Modelle gar nicht so viel nehme und durchaus ähnlich aussehen. Bei dem einen gibt es andere Farben, bei dem einen gibt es hier und da vielleicht ein bisschen eine andere Optik, wie die Rückseite jetzt genau gebogen ist. Allerdings sind die Unterschiede für mich in der heutigen Zeit auch ehrlich gesagt allgemein so marginal, dass ich da jetzt keinen konkreten Sieger wählen müsste. Müsste ich mich entscheiden, ich würde mich vermutlich für die Farbauswahl des P30 Pro entscheiden. Allerdings muss ich auch an dieser Stelle dazu sagen, das ist für mich nicht Grund genug, um in dieser Kategorie jetzt diesem Modell einen Punkt zu geben. Aus diesem Grund startet der Vergleich mit einem Unentschieden. Das Unentschieden gibt es auch beim Display. Beide Displays sind in etwa gleich groß. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass ich persönlich jetzt das Display des P30 Pro ein bisschen besser kalibriert finde. Also ich finde die Farben einfach ein kleines bisschen angenehmer und finde, dass die Farben des Mi 9 oder das Display des Mi 9 hat ein kleines, so ein bisschen einen Blaustich, den ich persönlich jetzt nicht so sehr bevorzuge. Man kann damit in den Einstellungen noch ein bisschen rumspielen und das Display ein bisschen wärmer machen, aber so im Großen und Ganzen fand ich den Eindruck vom P30 Pro ein kleines bisschen besser. Allerdings muss ich dazu sagen, hat das Mi 9 ein flaches Display, also keine abgerundeten Seiten. Das P30 Pro hat diese aber und für mich ist das persönlich ein kleiner Nachteil, da dies bei mir immer mal wieder zu Fehleingaben führt. Aus diesem Grund habe ich mich dazu entschieden, dass beide Displays in dieser Kategorie einen Punkt bekommen. Beide sind sehr gut, nicht perfekt, aber beide sind so gut, dass meiner Meinung nach ein Unentschieden hier durchaus gerechtfertigt ist. Wir bleiben bei einem Unentschieden, wenn es um die Software geht. Beide kommen mit Android 9 Pie auf den Markt. Beide haben ihre eigene, stark angepasste Oberfläche darüber. Es ist entweder die Emotion UI oder die Mi UI. Ich persönlich muss euch ganz ehrlich gestehen, ich bin kein Fan von beiden Oberflächen. Ich finde beide ein bisschen too much, beide ein bisschen zu verspielt, zu verschachtelt. Und ja, beide bieten einen extrem großen Funktionsumfang. Die Hersteller haben diese beiden Versionen vollgepackt mit Funktionen in den letzten Jahren. Also da bekommt man einiges geboten. Ich persönlich wäre jetzt aber eher so ein Fan von einer etwas cleaneren, minimalistischeren und reineren Android-Oberfläche, wie man sie zum Beispiel bei den Pixel-Modellen findet. Das sorgt dann auch dafür, dass Updates schneller ausgeliefert werden. Im Großen und Ganzen finde ich beide Oberflächen, ja, ich sag mal, geht so. Ich würde immer dazu tendieren, auch einen Launcher zu installieren und die Optik dann von diesen beiden Oberflächen zu ändern. Aus diesem Grund habe ich mich dazu entschieden, diesen beiden Herstellern jeweils keinen oder einen Punkt bzw. einen Unentschieden in dieser Kategorie zu geben. Es ging hier mit Gleichstand für Gleichstand weiter. Keine Angst, so wird es nicht bleiben, denn jetzt bei der Kategorie Kamera möchte ich dem P30 Pro den eindeutigen Punkt geben. Das Xiaomi Mi 9 besitzt keine schlechte Kamera. Allerdings muss ich auch dazu sagen, dass
In meinem Fall, ich habe jetzt auch ein paar Testbilder mit dem Mi 9 gemacht und es hat teilweise auch ein kleines bisschen überbelichtet. Die Bilder waren teilweise ein kleines bisschen heller und auch nicht ganz so detailreich wie beim P30 Pro. Man bekommt eine gute Kamera geliefert, aber wenn man sich dann auch mal im Detail die Funktionen oder die Extras der Kamera anschaut, dann kann das Mi 9 nicht mit dem Nachtmodus des P30 Pro mithalten und auch nicht mit dem Zoom des P30 Pro mithalten. Und auch allgemein finde ich die Qualität der Bilder einfach auch ein kleines bisschen besser, was den Farbumfang angeht. Aus diesem Grund habe ich mich dazu entschieden, dem P30 Pro einen Punkt bei der Kamera zu geben. Das gleiche trifft übrigens auch auf den Akku zu. Auch hier möchte ich den Punkt dem P30 Pro geben. Hier fällt der Unterschied nicht ganz so eindeutig aus, aber mit dem doch deutlich größeren Akku von 4200 mAh komme ich mit dem P30 Pro länger aus. Außerdem gibt es noch so eine Funktion wie Reverse Charging, also Wireless Charging bieten beide, das finde ich sehr gut. Beim P30 Pro kann man auch noch andere Dinge, die Qi unterstützen, also ich könnte zum Beispiel das Mi 9 aufladen. Das ist keine Funktion, die es essentiell ist, aber die ein kleines nettes Extra für den Akku darstellt und da die Akkulaufzeit auch allgemein ein kleines bisschen besser ist und man ein 40 Watt Netzteil noch mit im Lieferumfang mitbekommt, also auch noch schneller laden kann, ist es für mich relativ eindeutig, dass auch in dieser Kategorie der Punkt an Huawei geht. In meiner letzten Kategorie, die sich Sonstiges nennt, gehe ich auf Dinge ein, die mir sonst vielleicht noch irgendwie aufgefallen sind. Und da möchte ich in diesem Vergleich unter anderem erwähnen, dass der Mono-Lautsprecher vom P30 Pro besser klingt. Schade, dass beide keine Stereo-Lautsprecher bieten, dass es eine IP-Zertifizierung beim P30 Pro gibt und dass es die Option für eine Speicherkarte gibt. Und all das reicht mir persönlich aus, um auch in dieser Kategorie dem P30 Pro nochmal den Vorzug zu geben, da das Gesamtpaket im Vergleich zum Mi 9 einfach ein kleines bisschen umfangreicher ist und das für mich immer so ein bisschen in dieser letzten Kategorie dann der ausschlaggebende Punkt ist. Gibt es irgendwelche Dinge, mit denen man sich hier nochmal irgendwie abhebt oder fehlen mir vielleicht auch Standard-Features wie eine Speicherkarte bei einem Smartphone? Und dann gibt es hier nochmal eine Art Bonuspunkt und den bekommt das P30 Pro. Nach Punkten ist das ganze Ergebnis relativ eindeutig ausgefallen. Das Huawei P30 Pro ist, glaube ich, jetzt ungefähr mit 5:2, je nachdem, wie man jetzt mitgezählt hat, ob man jetzt zum Beispiel der Software einen Punkt oder keinen Punkt gegeben hat, der Sieger. Also es liegt klar vorne und jetzt werden natürlich einige vermutlich schon denken, ja, aber Moment, was ist denn mit dem Preis? Ich weiß, dass Menschen, die sich gerne ein Xiaomi-Flaggschiff kaufen, auch preisbewusst sind und darauf achten, dass man etwas bekommt, was andere Hersteller auch bieten, jedoch zu einem günstigeren Preis. Und es stimmt, ich habe auf Amazon geschaut, Stand heute vom Video, und wenn man sich diese beiden Modelle so kaufen möchte, einfach bestellen, Amazon Prime in den Einkaufswagen, morgen oder übermorgen ist es da, dann muss man sagen, dass das P30 Pro fast doppelt so teuer wie das Xiaomi Mi 9 ist. Das stimmt. Hätte ich jetzt die Kategorie, die ich nicht besitze, mit dem Preis, dann würde dieser Preisvorteil ganz, ganz eindeutig an das Mi 9 geben. Aber selbst mit diesem Punkt würde das Mi 9 jetzt nicht der Sieger nach Punkten sein. Und ich möchte an dieser Stelle auch dazu sagen, dass ich das für mich persönlich reines subjektiv beste Flaggschiff in diesem Jahr suche und nicht den Preis-Leistungssieger haben möchte. Also es reicht mir nicht aus, wenn ich einen Snapdragon 855 bekomme, aber dafür die Hardware so in etwa auch teilweise auf dem Stand von 2018 ist, wie das beim Mi 9 der Fall ist. Es reicht mir nicht aus, wenn man jetzt, sage ich mal, sagt, okay, wir haben einen aktuellen Flaggschiff-Prozessor und der Unterschied im Vergleich zum letzten Prozessor ist nicht mehr gewaltig, aber dafür verlangen wir weniger Geld, weil wir weniger Entwicklung in unsere Kamera reinstecken. Das sind für mich Punkte, die möchte ich in diesem Vergleich beim Fazit nicht unbedingt berücksichtigen. Ja, wer das preisbewusstere Modell haben möchte, also wer sagen möchte, okay, ich möchte ein gutes Flaggschiff, aber nicht so viel ausgeben. Ich glaube, man zahlt gerade mal 500 Euro für das Mi 9 mit diversen Deals noch weniger, der muss natürlich zum Xiaomi Mi 9 greifen. Wer jetzt sich allerdings bei diesem Vergleich nur dafür interessiert, welches Modell auf dem Tisch oder rein für mich persönlich subjektiv besser ist, dann muss ich mich für das Huawei P30 Pro entscheiden, denn vor allem in den Kategorien Kamera und Akku ist es dann doch eine ganze Ecke besser als das Mi 9 und das reicht für mich persönlich aus, dass ich mich für das P30 Pro im Endeffekt auch im Alltag entscheiden würde.
Auch in diesem Vergleich geht das Huawei P30 Pro also als Sieger vom Platz und bleibt damit vorerst im Frühjahr mein persönlicher Favorit, wenn es um Android-Flaggschiffe geht. In den nächsten Wochen wird es mit der Vergleichsreihe weitergehen, bleibt also auch gerne bei diesem Kanal dabei. Ich vermute, es wird jetzt allerdings 2-3 Wochen ein bisschen ruhiger, was diesen Vergleich angeht, denn es dauert jetzt, bis die nächsten Flaggschiffe wie OnePlus 7 und Co. auf den Markt kommen werden. Wir wissen auch noch nicht, ob das LG G8 und wie das LG G8 kommt. Und das Sony Xperia 1 wurde ja zum Beispiel auch erst für Juni angekündigt. Für den April und Mai vermute ich, könnte es ein kleines bisschen ruhiger werden. Das P30 Pro ist mein aktueller Sieger. Ihr merkt schon, dass die Unterschiede in diesem Jahr immer kleiner werden und es immer schwieriger wird, sich abzuheben. Ich werde mit dem P30 Pro weitermachen und bin mal gespannt, wann das erste Modell kommt, welches das P30 Pro eventuell entthront. Ich hoffe, ihr verfolgt mich, ihr verfolgt diesen Kanal, ihr hattet Spaß bei diesem Video. Falls es euch weitergeholfen hat, lasst es mich auch gerne mit einem Daumen hoch wissen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Video.